Elmar Brok, schönen guten Tag. Es war kein einfacher August für Sie, ganz bestimmt nicht. Inzwischen gibt es allerdings schon mal zwei Namen, die feststehen. Donald Tusk auf der einen Seite, Federica Mogherini auf der anderen. Was war Ihre Reaktion jetzt als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Parlament? Ich habe mich über die Wahl von Donald Tusk sehr gefreut. Ich glaube, das war eine richtige Wahl, weil das auch eine Botschaft ist, nach außen auch, insbesondere nach Osten hin, dass ein polnischer Regierungschef Präsident des Europäischen Rates geworden ist. Und es zeigt auch, dass die Europäische Union innen zusammenwächst mit den neuen Mitgliedsländern. Und er ist ein erfolgreicher Regierungschef. Bei Frau Mogherini müssen wir jetzt ein Hearing durchführen als Europäisches Parlament. Wir haben erste Gespräche geführt und wir hoffen, dass wir mit ihr die europäische Außen- und Sicherheitspolitik, die nicht in einem befriedigenden Zustand ist, fortentwickeln können. Und das wird dann der Test des Hearings sein, den wir mit ihr durchführen werden. Kein zufriedenstellender Zustand ist klar. Frau Mogherini hat heute Morgen schon gesagt, Russland ist zwar ein wichtiger Mitspieler, aber kein strategischer Partner mehr. Was halten Sie von dieser Aussage? Ich fürchte, sie liegt mit dieser Aussage richtig. Denn jemand, der ein anderes europäisches Land angreift mit militärischen Mitteln, kann nicht Partner sein. Und wir hoffen, dass man in Moskau zur Vernunft kommt, dass man eine politisch-diplomatische Lösung findet. Denn eigentlich ist es großes Interesse, dass wir haben, mit Russland eng zusammenzuarbeiten, in beiderseitigem Interesse. Aber die Freiheit eines Landes wie der Ukraine hat natürlich Vorrang. Sie haben Vernunft angesprochen. Kann man tatsächlich bei Herrn Putin von Vernunft sprechen? Es sind Soldaten in der Ukraine, russische Soldaten in der Ukraine. 2600 Tote schon von der UN am Wochenende angekündigt. Also jemand, der ein Gebiet eines anderen Landes annektiert, gegen alle Regeln des Völkerrechts, wie auf der Krim geschehen und wie es jetzt offensichtlich auch abläuft in der Ostukraine, oder destabilisiert mit eigenen militärischen Mitteln, bei dem muss man Zweifel haben an der Vernunft. Aber ich hoffe, dass die Einsicht wächst, dass der Preis auch für Russland zu groß ist und dass es besser ist, dass wir wieder zu einer friedlichen, vernünftigen Lösung kommen. In der Ukraine wächst jedoch die Enttäuschung, dass die EU eigentlich mehr machen könnte. Viele sagen, wir haben zum ersten Mal eine europäische Flagge für eine Revolution. Mindestens sie war Symbol unserer Revolution. Danach passiert aber relativ wenig seitens der EU. Die Waffen gehen nach Russland und nicht in die Ukraine. Die Europäische Union lief keine Waffen mehr nach Russland. Und es ist weiterhin so, dass wir mit erheblichen Mitteln helfen über der OSZE, mit erheblichen ökonomischen Mitteln. Die Europäische Union hat jetzt schon 11 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Es wird jetzt verstärkt auch humanitäre Hilfe geleistet, auch um die Bevölkerung dort zu unterstützen. Ich glaube, die Europäische Union macht ein sehr klares Commitment für die Ukraine. Nur die Frage, Krieg mit Russland zu führen, wäre eine NATO-Russland-Angelegenheit dann. Und das würde möglicherweise Weltkrieg bedeuten. Wie weit wollen Sie mit diesem Ausschuss im Parlament gehen? Es heißt Sanktionen. Sie haben kurz den Dritten Weltkrieg angesprochen. Ist das das eigentliche Risiko, warum die EU nicht weitergeht? Ich glaube, wir haben nur eine Bannstandsverpflichtung für die NATO-Mitgliedsländer. Und es ist immer eine Überlegung, die wir durchführen sollten, ob man jetzt in einen direkten militärischen Konflikt mit Russland eingeht, den keiner mehr kontrollieren kann. Wir sind uns auch bewusst, wir sind jetzt 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, dass man Automatismen zur Kriegsführung, zur Kriegsentwicklung vermeiden sollte. Und deswegen müssen wir jetzt erstmal alle Anstrengungen da sein, eine politische und diplomatische Lösung zu finden und dafür nicht militärische Mittel im zunehmenden Umfang einzusetzen, beispielsweise Mittel, die wehtun, wie Wirtschaftssanktionen. Wir stehen jetzt kurz vor dem Winter, ein paar Monate sind es noch. So langsam ändern sich auch die Töne, sei es in der Slowakei, vielleicht andere Gründe. Aber haben Sie den Eindruck, dass die EU tatsächlich geschlossen gegen Russland bzw. für die Ukraine arbeitet, wenn es dann tatsächlich im Winter um Gaslieferungen geht? Da sind viele Länder dann auf einmal nicht mehr dabei. Das werden wir in diesen Wochen zu diskutieren haben, wie weit wir gehen können. Aber ich glaube, jedes europäische Land muss begreifen, dass wir eine Zeitenwende haben. Dass seit der letzten Woche, seitdem klar ist, dass Russland auch mit eigenen Verbänden dort hineingeht, wir hier zusammenstehen müssen, wenn es nicht uns selbst zu Schwierigkeiten bringen wird, hier den Frieden zu sichern für uns, unsere Nachbarn. Das ist, glaube ich, wichtiger als das eine oder andere Geschäft. Und deswegen müssen wir auch dafür Sorge tragen, natürlich, dass innerhalb der Europäischen Union die Solidarität da ist, dass jeder gut über den Winter kommt. Also spricht Europa mit einem Wort oder nicht?
Bis jetzt hat Europa mit einem Wort gesprochen. Das hat manchmal in den Diskussionsprozessen zu lange gedauert. Und bin optimistisch, dass wir bei dieser neuen Form von Sanktionen das auch hinbekommen werden. Wir haben ein anderes Thema, wo es noch unruhiger ist. Das ist der Irak, das ist Syrien und der Islamistische Staat. Wie haben Sie im August damit gearbeitet? Sie waren deutlich dran während dieser Zeit. Was war Ihre Reaktion? Was sollte eigentlich gemacht werden, wenn er auch überlegt, was in Deutschland alles im August passiert ist? Waffen hin, Waffen hier, humanitäre Hilfe, ja oder nein? Hier geht es einfach darum, dass Menschenleben gerettet werden. Hier ist eine mörderische Truppe unterwegs, die auf grausamste Weise Vertreter anderer Religionen, anderer Positionen, selbst im Islam, umbringt auf grausame Art und Weise, sodass es hier in erster Linie um das Retten von Menschen geht und diejenigen, die gerettet worden sind, auch humanitär zu stützen. Ich glaube, hier muss man auch militärisch mit Waffenlieferungen hilfreich sein, damit unmittelbar dieses Morden in der Form eines Völkermordes beendet wird. Herr Brok, ich danke für das Gespräch.